Also die Menschen, die wir hier pflegen, die haben ja Angehörige, die haben sich auch früher in der Vergangenheit sehr gekümmert. Und für die Angehörigen ist es ein großes Thema, dass sie die Rolle wechseln. Ja, sie waren früher wirklich pflegende Angehörige, haben sich gekümmert, haben sich liebevoll gekümmert und haben dann es irgendwann vielleicht einfach nicht mehr geschafft, müssen damit klarkommen. Der Angehörige hat eine ganz wichtige Rolle, weil er ist die vertraute Person. Er übergibt das Gefühl, weil die Beziehungsebene bei einer Demenzerkrankung ist ja erhalten. Und die Stimme und die Art und Weise, wie ich jemanden begrüße, in den Arm nehme und ihn versorge, ist weiter geblieben. Und dieses Heimatgefühl bringt der Angehörige mit ins Heim. Wobei ganz klar ist, so lange wie es geht, pflegt man zu Hause, weil das ist Lebensqualität für denjenigen, um den es geht. Man hat auch ein gutes Gefühl. Zu Hause heißt aber für Demenzerkrankte vor allem das Gefühl. Das Gefühl, wo ich mich sicher fühle, wo ich daheim bin, Sicherheit, wie Vater und Mutter sie mir geben. Da bekomme ich natürlich diesen Entscheidungsprozess für den Rollenwechsel Pflege zu Hause oder Einzug in eine Pflegeeinrichtung sehr hautnah mit. Und da geht es ganz viel um Gefühle, da kommen Schuld und Scham hoch, da geht es um Aussagen wie, wir haben es doch der Mama versprochen, dass sie zu Hause bleiben kann, ich fühle mich wie eine Versagerin. Es ist immer schwierig, wenn ich jemanden ewig kenne, ja, meinen Vater zum Beispiel, wenn ich den pflegen soll, das geht mir persönlich nah, da bin ich persönlich betroffen, da ist es unmöglich, professionell zu arbeiten, da ist man immer involviert. Und das ist etwas, wo wir gerade in der Beratung einen großen Wert drauf legen, den Angehörigen deutlich zu machen, es geht nicht um den Ort, wo derjenige versorgt wird, sondern um das Gefühl. Da ist es ganz wichtig, dass ich an der Seite bin als Gesprächspartnerin, einerseits natürlich auch für den zu Pflegenden, um diesen Übergang gut zu ermöglichen, aber hauptsächlich für den Angehörigen. Der braucht einfach Raum, um darüber zu sprechen, wie schwierig diese Entscheidung ist. Auch Menschen mit schweren Demenzerkrankungen werden gut in den Heimen versorgt. Und da sind eben Profis, die haben den Vorteil, die haben eine professionelle Sicht und gehen anders um. Oft erlebe ich, dass sowohl der Angehörige auch als der Betroffene aufatmet und erleichtert ist, weil viele Dinge, die zu Hause schwierig waren und Kraft bedeutet haben, gar nicht hier auftreten. Bei uns gibt es die Pflege, bei uns gibt es Essen, alle Dinge, die so nötig sind im regulären Leben, die machen wir. Und das ist die große Entlastung auch für die Angehörigen. Die Angehörigen können dann einfach etwas freier hierher kommen. Da gibt es immer noch genug zu tun. Man kann Dinge für den Angehörigen organisieren, für den Pflegebedürftigen, irgendwelche Verwaltungssachen klären. Da gibt es immer noch genug zu tun, um was man sich zu kümmern hat dann als pflegender Angehöriger. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass meine Mutter hier gut versorgt wird, dass sie hier eine gute Umgebung in dem Heim bekommt. Und das Heim kümmert sich um die Versorgung, aber ich bin nicht dafür verantwortlich, dass sie glücklich ist. Das kann sie nur alleine. Und ganz häufig ist das Problem, dass die Angehörigen meinen, ich bin dafür verantwortlich, dass sich meine Mutter freut. Ich mache Purzelbäume, aber sie freut sich nicht. Und ich gehe ins Hamsterrad und es ist einfach ganz wichtig, deutlich zu machen, ich kann ihr was anbieten. Aber was sie damit macht, ist ihre Entscheidung.